Ah, guck, grün. Oh, okay, hier führt kein Grün mehr hin. Da auch kein Grün. Grün, 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 grün. Okay, dann bleibe ich einfach mal hier. If you never stop trying, you will get there eventually. Wenn du niemals aufhörst zu probieren, wirst du irgendwann am Ziel ankommen. Gehen Sie links oder rechts? Okay. Links. Oh. Ein Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt. Some choices can leave us running around in circles. Na, das stimmt. Oh. Ah, schon wieder. Sind jetzt wieder in so einer Endlosschleife gefangen, oder wie? Oh, nein. Die Schleife wird immer enger. Huch. Jetzt sind wir woanders rausgekommen. Raw persistence may be the only option other than giving up entirely. Na, jetzt sind wir aber hier drin. Ist ja doof, da war ich ja schon. Was ist eigentlich, wenn ich hier wieder zurückgehe? Komme ich dann genauso wieder bei den Pfeilen raus? Wo ich ganz am Anfang war? Kann ich den gleichen Weg zurückgehen oder trickst mich dann das Spiel schon wieder aus? Na? Wow, schwarz-weiß. Gut, jetzt sind wir hier. Gehen wir mal nur rechts rum. Kommen wir dann auch wieder an der gleichen Stelle heraus oder kommen wir dann vielleicht komplett woanders hin? Die haben ja vorhin gesagt, wir können die ganze Zeit immer weiter versuchen und probieren. Jupp. Wir kommen genau hier raus und dieses Schild ist genauso aktiviert. Gut, dann gehen wir mal hier durch dieses Tor. Durch das sich automatisch schließende Tor. Oh mein Gott, müssen wir jetzt vor einem Bär weglaufen? A few steps backwards may keep you moving forwards. Was in diesem Fall ja der Fall war. Das ist ja auch geil. Ein roter Raum mit so einem komischen Fenster drin. Dupp. Wupp. Wow. Wo das wohl hinführt? A window of opportunity. Jesus. Can lead to new places if you are willing to take a closer look. Was zum Teufel ist gerade passiert? Habt ihr das gesehen? Warum ist es gerade eben so viel dunkler geworden? Hat sich das irgendwie in meine Netzhaut im Spiel eingebrannt? Crazy. Oh. Da scheinen wir ein Gerät zu haben auf dem Podest. Übrigens, im Stream habe ich dieses Spiel vorgestellt, bis zu der Stelle, wo man das Gerät da einsammelt. Oh, ganz schön finster hier. Ein dunkler, finsterer, fieser Gang. Wieder mit irgendwelchen Kröten und Jungle-Sounds. Vielleicht irgendein Hinweis in diesen Fenstern? Oh, ist das finster. Richtig dunkel hier. Alle Smartphone-Zuschauer, ich sehe nichts da und hol die Fackel raus. Oh. Ein Pfeil, der da hinten erscheint. Look a little harder and you will find a way forward. Wir müssen also ein Auge fürs Detail haben. Hier oben haben wir wieder diesen tiefen Fall und eigentlich das mit dem Schaf, was uns wieder resettet. Wir haben gerade einen Pfeil gesehen. Letztes Mal sind wir hier abgebogen, sind wir der weißen Spur gefolgt, als wir hier waren. Jetzt können wir hier lang, weiter geradeaus. Also konnten wir schon vorher. Ich habe gerade vorhin drauf geachtet, als wir das erste Mal durchgelaufen sind und ich habe schon den Weg gesehen. Aber ich wollte es so spielen, zumindest den Anfang, so als ob ich zum ersten Mal hier durchlaufen würde. Da ist auch irgendwas. Das ist hier wieder so ein Fenster. Was haben wir denn da? Venturing into the unknown can lead to great rewards. Das stimmt auch. Das stimmt. Alles stimmt. Das ist so schlau. Nein. Nein. Oh, du Sackmann. Jetzt hat das direkt hinter mir zugemacht.
The end may come before we were ready to get there. Oh. Ja, Leute, das war's dann wohl mit dem Let's Play Exit. Oh. Irgendwie auch nicht. Life isn't about getting to the end. Ja, ja. Im Leben geht es nicht darum, bis ans Ende zu kommen. Schon dann der Weg ist das Ziel, sagt Konfuzius, ne? Links. Danke für diesen Tipp. Dann haben wir das gleiche wieder, wenn wir durch diese Dinger schauen und ganz nah rangehen. Gerade eben waren wir noch da. Dann können wir die Position im Raum verändern von uns. At times we need to view the world from someone else's perspective. No. Sind wir wieder exakt an der gleichen Stelle? Geradeaus. Okay. Nein, geht nicht. Hier waren wir aber schon. Das hier haben wir aktiviert. Und jetzt... Oh, was ist das denn? Ach, das ist eine von diesen Türen mit dem roten Ring. Hat sich jetzt hier verschlossen. Und jetzt das, was ich schon vorhin bemerkt habe. Ah, schaut mal an. Da ist dieses Teleporter-Ding. Rup. Dann wollen wir mal die Sicht der Dinge verändern. Was haben wir denn da? Und ab jetzt, ich habe noch kurz gezeigt im Stream, was dieses Teil hier kann. Aber im Prinzip ab jetzt auch für alle Leute von euch, die im Stream mir zugeschaut haben. Jetzt passieren neue Dinge. Ein Einbrecher, der sich das Ding da holt. Try hard enough and you will get to where you want to be. Und bis zu diesem Teil hier, Linksklick und Rechtsklick kann man wieder Waffe machen. Bis zu diesem Teil und circa 15 Minuten weiter habe ich selbst auch gespielt, schon privat. Und gleich wird dann alles blind sein, also nicht mehr lange und alles wird komplett blind sein. Hier kriegen wir sogar noch eine kleine Anleitung. Rechtsklick, können wir solche Würfel aufnehmen. Und dann fahren wir das mal hoch. Und dann können wir das Teil gleich mal blockieren. Den Würfel nehme ich natürlich mit, wer weiß. Ich frage mich, ob ich den Würfel hier trotzdem noch mitnehmen kann. Nein, okay. Sieht nicht so aus. Dann muss ich diesmal mir hier den Weg frei machen. Und wegen dieser blöden Glasscheibe kann ich das Teil da hinten nicht mehr mitnehmen. Den schönen Würfel. Ich wollte dieses Rätsel so schön extraorbitant lösen. Ah, fast aber. Moment. Nein. Ah. Wartet, Leute. Vielleicht schaffen wir das sogar noch. Wenn wir schnell genug sind. Die Tür ist genau da. Oh, nee, das schaffen wir nicht. Mist. Zu weit weg. Ja, manchmal muss ein Opa einfach im Stock den Fahrstuhl aufhalten. Some doors will close unless we hold them open. Ein Tipp für alle Leute mit Krückstock. Jupp. Das nehmen wir einfach mal mit. Können wir wieder leider nicht mitnehmen. Oh, eine Treppe. Her damit! Jetzt können wir nämlich auch solche netten Dinge machen, an Orte kommen, wo wir vorher vielleicht nicht hingekommen wären. It's harder to progress if you are leaving things behind. Direkt auf die Situation hier bezogen. Es wird härter, weiter voranzukommen, wenn man Dinge zurücklässt. So sieht's aus. Können wir vielleicht... Ah, schade, wäre das geil, wenn ich das hier mitnehmen könnte. Ich suche gerade nach einem Weg, so viele Steinchen wie nur möglich mitzunehmen. Oh, wartet mal. Ah? 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 Oh, wartet. Oh, doch, das geht, oder? Oh, ich habe eine Idee. Pass auf. Passt mal auf jetzt. Ich weiß nicht, ob wir das tatsächlich brauchen werden gleich irgendwo. Oh, zwei Würfel. Das habe ich bis jetzt übrigens auch noch nicht gemacht. Ich experimentiere gerade mit euch zum ersten Mal.
So, dann können wir nämlich hier zwei Würfel mitnehmen. So. Anstatt nur einen. Mist. Komm schon. Hex! Ah, okay. Ist wohl nicht so gedacht. Ach, vielleicht muss man hier sogar beide mitnehmen, weil ich muss doch hier einen Schalter reinmachen, das Ding oben halten, das hier wieder mitnehmen. Oder? Nee, warte mal. Das muss ich hier doch so lassen. Nein. Oh, Mindfuck! Ach so. Ja, logisch. Bin doch bescheuert. Und dann einfach so. Dann so. Ah, das kann ich aber leider nicht mehr mitnehmen, glaube ich. Das geht nicht. Okay. Machen wir halt mit einem weiter. Hier brauche ich drei. Hätte ich doch mit allen drei durchkommen können. Ernsthaft? Aber wie? Crazy, Mann. There are multiple ways to approach a situation. Okay. Ja, schaut euch das an. Die Dinger hier werden nur zu einem Drittel gefüllt. Beide sogar. Also haben die es ernst gemeint mit Dingen hinterlassen. Vielleicht müssen wir hier irgendwann nochmal zurückkehren, um das hier zu schaffen. Hier haben wir noch eine Tür. Durch diese Scheiben kann ich leider nichts mitnehmen. Na gut, dann müssen wir wohl so weiter. Wir müssen jetzt den dummen Weg nach draußen nehmen, weil wir es nicht geschafft haben. Oh, okay. Und hier will er sogar vier von uns haben. Wow, wow, wow. Was passiert hier? Nichts? Huch! Jetzt kann ich nicht mehr nach unten. Das Ding hat mich also einfach nach oben gefahren. Ein Maler und ein Bauarbeiter. A path may not be right or wrong. It may just be different. Sehr gut. Das hat mich nochmal ermutigt, dass man nicht hier falsch lang gehen kann, sondern nur anders. Mein Junge, du bist nicht dumm oder irgendwie falsch. Du bist anders. Natürlich. Don't look down. Okay. Das habe ich auch noch privat gespielt und ich habe auch wirklich das erste Mal nicht nach unten geguckt. Ich bin einfach wieder zurückgegangen, weil ich dann Paranoia hatte. Weil wenn man hier nach unten geguckt hätte, uppala, der Boden hat sich ja aufgelöst. Boah, ich will gar nicht, oh Gott, das geht ganz schön tief darunter. Gehen wir erstmal hier lang. Wir wollen ja befolgen, was sie uns zu sagen haben. Böses Kätzchen, was hast du da gemacht? Science may be helping you more than you realize. Ein kleiner Hinweis nochmal darauf, dass man sich auf jeden Fall die ganzen Schilder nochmal gut zu Gemüte führen sollte. Oh. Nehmen wir alles mit. Some hurdles are too high to jump over. Und deswegen haben wir das hier. Na. Muss ich mich ein Treppchen machen? So. Da habe ich vorhin schon gedacht, dass ich nichts zurücklassen würde. Und was passiert? Huch! Jetzt sind wir schon wieder hier. Ah, wieder bei diesem... Interessant. Soll ich mich hier ernsthaft einfach einen Weg basteln? Ah! Yeah! Wie viele kann ich davon mitnehmen? Nimm alles mit! Nimm alles mit! aber da komme ich doch niemals durch, weil diese Teile löschen doch meine... Mist, ja, habt ihr gesehen? Dammit. Also wenn ich durch diese komischen Felder hier laufe, dann wird alles gelöscht, was ich habe, okay. Ich kann mir aber keine Brücke hier rüber bauen, weil da diese doofen zwei Glaswände mal wieder sind. Ich stocke aber mal ein bisschen hier auf, weil... Hier gab es ja auch noch was. Können wir uns hier vielleicht auch sowas bauen? Oh. Okay, hier geht's nicht. Schade. Oh, aber warte mal. Ich könnte doch mir hier irgendwie sowas bauen, oder?
Also, mehr oder weniger, versteht sich, ne? Oh, ich bezweifle irgendwie, dass das funktionieren wird. Ich meine, ich kann versuchen, mich eine Plattform zu bauen, aber... Diese Symbole kann ich mir auch nicht nehmen, einfach nur. Schade, ich würde gerne nicht hier irgendwie runterfallen. Nein! Na gut, wenn ich durchspringe, werden mir sowieso wieder alle Blöcke genommen. Schade, schade. Na gut. Da haben wir wieder diesen... Oh, wartet mal. Kann ich mir hier nicht einen Aufstieg basteln oder sowas? Passt mal uff. Ich glaube, ich mache das einfach mal. Ich nehme einen Haufen Blöcke und baue mir dann irgendwie hier so einen Weg nach oben. Das könnte jetzt unter Umständen etwas dauern. Ah, Leute, das hat vielleicht gedauert. Gerade eben, also ich bin hochgegangen und dann bin ich einmal daneben gesprungen und war wieder ganz unten. Und gerade eben musste ich mir wahnsinnig hier noch eine Treppe bauen, weil ich zu nah am Rand hochgebaut habe. Puh, Gott, hat das gedauert, meine Güte. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Sometimes you need to be carried. Oh, Jesus. Hätte man bestimmt auch irgendwie deutlich einfacher lösen können, aber wow. Da hinten ist noch irgendeine andere Knarre? Vielleicht... yes! Vielleicht kann ich, wenn ich das Ding habe, endlich durch die Glasscheibe schießen oder sowas. Hier sind ja dummerweise überall... Glasscheiben. Moment, wenn wir jetzt schon weitergehen werden... Ich habe nämlich gerade eben irgendwie gute 5 oder 6 Minuten rausgeschnitten, als wir hier... Als ich hier hochgebaut habe. Das war... Hat richtig gedauert. Vor allem diese Treppe hier am Ende noch zu machen, ohne dass ich... Also, dass ich hoffentlich nicht verkacke. Am Ende. Mann, oh Mann, das war vielleicht ein Hack. Was ist denn das hier? Huch! Aha. Das ist neu. Ich kann nicht auch immer wieder neue Sachen? Schade, ich kann da nicht meine eigenen Würfel reindingsen. Was haben wir da so fein? Oh. So feines? Zur Hälfte aktiviert. Da geht ein Laser durch. Oh, was haben wir denn da? Wieder irgendein Raum mit einer roten Grenze? Ich habe keine Ahnung. Oh, warte mal, hier waren wir doch. In dem Raum. Ich hätte mir auch ganz von Anfang an hinkommen können, theoretisch. Man sieht schon, all die Räume sind untereinander, Step by Step, miteinander verschmolzen und verbunden und jeder führt irgendwo irgendwie anders hin. So, aber was mich jetzt mal interessieren würde. Hier haben wir diese Treppe, ne? Oh, was haben wir hier? Oh, können wir jetzt hier durch? Nein, okay, das wird neu gebildet. Und die Würfel werden da zerstört. Aber hier ist ja eine Treppe, ne? Huch. Was mich jetzt interessieren würde, kommen wir hier oben... Ah, vielleicht kommen wir auch nochmal mit dem Springen da irgendwie durch. Ist das hier auch irgendwie eine... Ah, sieh mal einer an. Da oben ist auch ein Weg. Weil wenn die eine Treppe sich schon komplett neu bilden kann, dann liegt doch die Wahrscheinlichkeit, die Annahme nahe. Oh, Mist. Ich muss versuchen, noch ein bisschen höher zu springen. Vielleicht auch in die andere Richtung. Nein, in der anderen Richtung liegt nichts. Huch. Nochmal, Vollgas. Komm, gib mir Vollgas. Hui. Ah, fast. Okay, dann nächster Plan. Die Minecraft-Methode.
Stapel Blöcke wie ein wahnsinniger Verrückter unter dir. Ey, Boden, kannst du mal aufhören zu verschwinden? So, sehr gut.